Tja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17 hier in Lostbeck bei Tante Ilse. Tja, früh am Morgen, ne? Viel zu tun, noch eben schnell Tasse Kaffee und dann geht er los. Hänschen haben wir auch eben schon angerufen, der füttert noch eben und dann kommt der Stößte hinzu hier. Und dann wollen wir weiter drehen. Ich fahr schon mal eben, bring ihn mal die Drille auf Feld 4. Und setz sie schon mal eben an. Dann kann der gleich so weitermachen. Und danach wollen wir, oder soll ich, sagt Tante Ilse, Gülle fahren. Diese ganze Kram steht hier noch von gestern Abend. Den haben wir noch voll gemacht hier, den Mist. Mal sehen, ob wir den, nee, das Güllefass mit dem Fan ziehen können. Wollen wir sehen. Voll ist er, jo. Stimmen wir mal gleich auf Gerste um. Jo. Oh, ich schätze mal so eine halbe Stunde oder was, dann wird Hänschen drauf da sein. Das haben wir gestern noch fertig gemacht. Oh, guckt schon aus der Erde. Oh, wir müssen zusehen, dass wir Kunstdünger raufkriegen. Da muss auch noch gucken, ob wir Kunstdünger aus Treuer, weiß ich gar nicht. Hat der Onkel Gustav noch einen liegen hier? Sonst müssen wir uns einen neuen holen. Ich hab mal eine Suppe heute, wa? Meine Herren, du. Da war ja Schützenfest gestern, war ich gestern Abend noch kurz hin. Mal geguckt, ob Kalle da ist oder Karl-Heinz. Meine gesehen. Und der steckt quasi auch nicht, du. Obwohl, den können wir jetzt im Moment gut gebrauchen, ne? Mal sehen. Warte mal. Ja, können wir auch so ansetzen, das geht auch. Dass sie nicht gleich wieder festjagt. So, Hänschen, der Mama. Nur einmal runter, einmal hoch, wa? Siehst du, ey Muck da. Jetzt hab mein. Wo fährt der hin? Ne, Hänschen, das wird nix. Den hast verrissen. Wir wollen eigentlich hier weiter. Da weiter. Ne, das sind ja alles die Flächen, die sie noch angekauft hat hier. Die müssen wir alle nochmal, die sind zwar gekrobbert, aber die liegen auch schon eine ganze Zeit brach. Da muss eigentlich nochmal Gülle rauf und dann pflügen den ganzen Scheiß. Und die muss echt zusehen, dass sie einen anderen Trecker kriegt, ne? Sonst wird da nichts. Die hat ganz schön Fläche dazu gekriegt. Oh, Hänschen, auf und versuchen noch einmal, warte mal. Hau den mir wieder ab gleich, ja. So, jetzt mal gucken. Jetzt läuft er gerade. Oh, das sieht ganz nett aus. So, wir zappen mal eben wieder auf den Hof. Und die Dings müssen wir auch noch rein. Oh, sein Muppel ist auch noch, Kalle ist auch noch nicht da. Ich denke, aber der ist so. Und versuchen ein bisschen Gülle zu fahren mit dem Vieh hier. Mal sehen. Oha, Scheiben noch alle auf hier. Und noch Sprit in. Joa, 120 Liter. Sollte wohl erstmal lang, wa? Da müssen wir auch noch bei. Kommen gar nicht bei jetzt zum Aufräumen irgendwas, ne?
Dann blöd Kalle ja mal machen oder was? Hans und ich, wir reißen uns den Arsch auf hier. Na, war nu. Wie sind die Knie jung oder was? Ich meine, 185 PS, das muss er eigentlich packen, ne? Der letzte Pipi-Fass hier. Wollen wir mal Kacke holen eben. Quatsch. Nur dadurch. Dann fangen wir da hinten in der Ecke an. Obwohl, ich hätte die Bohnen ja gleich mitmachen können, dann, wenn die Ronner wären, aber jetzt zu nass. Du kannst vergessen, da ist zu viel Tau drauf jetzt hier durch den Nebel hier. Da wollen wir gar nicht mehr anfangen. Keine paar Minuten unterwegs, so die alte, du. Oder? Ja. Ist sie. Na ja, deine Ilse, was hast du denn schon wieder? Karl-Heinz, weiß ich doch nicht, wo der ist. Guck doch mal in sein Zimmer nach, das Moped stand nicht unten. Nö, nee, hab ich ihn nicht gesehen am Hof. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war auch im Schützenfest. Ich habe ihn nicht gesehen gestern. Habe ich dir doch eben schon beim Frühstück erzählt. Doch, weiß ich doch nicht. Bin ich sein Kindermädchen, sag mal? Ja, der muss ran. Das sagst du. Das sagst du. Ja, aber pff, ich brauche den auch. Wenn er auch nicht viel kann, aber einen Hof hegen. Oder die Klamotten sauber machen auf dem Hof. Du kümmerst dich drum. Ja, dann sieh mal zu, dass er an Laden kriegst. Ich weiß auch nicht, wo der steckt. Keine Ahnung. Seitdem der gestern mit seine Trachtenjacke hier durch die Gegend juckelt ist zum Schützenverein, da habe ich nichts, weiß ich nicht mehr, habe ich den nicht mehr gesehen. Ja, ich fahre jetzt Gülle hinten. Da. Ich fange da an, wo weiß ich nicht, Bohnen oder Raps war da drauf hinten in der Ecke. Ja. Ja, mach ich. Frühstück nachher. Kalle soll Brötchen. Ja, dann muss ich ihn finden. Ich weiß es auch nicht, wo der ist. Keine Ahnung, du. Siehst du doch, was da für ein Verlass drauf ist. Ja, ist gut. Ja. Bitte, tschüss. Bam. Meine Herren, du. Oh, nee. Oh, Hänschen, hätte ich vielleicht sie gehuckt. Naja, mach nix. Setz ich die Wolle an, ne? Oh, seht ihr. Rüben, die müssen auch noch aus der Erde. Kartoffeln sind da hinten. Da waren sie double zum. Oh, nee. Und alles alleine, du. Oh, hier mit Hänschen, ne? Fertig flügen, da hinten liegt die Scheiße in der Ecke, du. Ja, komm, bleib brach liegen. Was soll ich da denn noch machen? Oh, nee, du. Ich hab ja keine Aktien drin mit dem Macker da, du. Mann, Mann, Mann. Die Ballen müssen runter von Dings. Müssen rein. Wie in die Schauer kommen, da richtig nass werden oder was, du. Da muss unbedingt Dünger rauf. Da muss auch Gülle rauf. Was ist da denn?
Ne? Was ist das denn? Karl-Heinz, der Moped? Du Scheiße. Karl-Heinz? Will man Graben abgehen? Du sollst ja abgesoffen, oder was? Du Scheiße. Was kann der denn, Segmo? Den hat keine Sau gesehen. Den ganzen, ey, wurde am Rohr reingetrieben oder was? Abgetrieben? Du Scheiße. Ich weiß das auch nicht. Der hier im Graben liegt doch nicht. Mann, 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 ich glaub das nicht, du. Da ist er wieder bestimmt besoffen in den Graben gejagt mit seinem Moped, du. Da haben sie bestimmt noch einen Arsch gekriegt, Führerschein weg und was nicht alles für ein Scheiß. Wer weiß, was da noch alles. Ein Rohr drin? Kalle? Nee. Karl-Heinz? Bist du hier irgendwo? Junge, wa? Das gibt nicht, ne? Ich lief dort nicht, du. Klein mir Moors, du, aber ganz fix, du. Mann, Mann, Mann. So. Fangen wir hier an, wa? Oh, zieh den ja ganz gut hier. Wo ist der denn, Segmo? Nee. No mal tröch, mein Junge. So, zack, aufgehalten. Keiner, ich habe ihn nicht gesehen. Ich war spät abends da. Ich habe erst gedacht, jetzt mit seinem Move-On da nach Paderborn zu seiner Freundin oder was. Dann hätte sie ihn diese Woche sowieso nicht mehr wieder gesehen. Mit dem Ding. Ich glaube doch nicht, du. Sag ich nichts mehr zu. Ja, Tante Ilse. Nee, der ist noch nicht da, Karl-Heinz. Ich glaube, der kommt auch so schnell nicht. Wieso? Bin hierhin gerade auf dem Acker gefahren, bei uns am Graben in einem Haus, da liegt sein Moped drin. Sein Mofo. Ich weiß nicht, wo der ist, keine Ahnung. Muss mal gucken, ob der irgendwo so eine Entengrütze-Spur findet im Haus. Der weiß, wo er ist. Keine Ahnung. Der muss vom Besaffen vom Feld, vom Fest gestern abgehauen sein. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Und das Mofa habe ich gerade gefunden im Graben hier. Ja. Dein lieber Karl-Heinz. Der Pechers haben sie den Lappen abgenommen. Dann kannst du den ganzen Scheiß nochmal bezahlen und ihn endlich mal in den Arsch treten. Echt. Lange mache ich den Dreck hier nicht mehr mit. Hänschen hat auch schon einen dicken Hals. Dann kannst du den Mist alleine machen, ehrlich. Da überleg dir da, das ist mir egal. Mit dem Eierkopf ich nicht mehr. Wir reißen uns den Arsch auf, sind die halbe Nacht am Drillen noch, damit der Scheiß in der Erde kommt, den ganzen Mist, und der fährt dann schützenfest. Ich glaub das nicht. Ne? Dann kannst du das mit deinem Liebling alleine machen, ja, echt. Dann lass dir was einfallen, mir ist das egal. Seh zu. Tschüss. Meine Herren, du.
Mähwerk. Wollte sie kaufen. Hat sie gestern Abend noch mit Fritz beschnackt. Die hat was vor. Stroh rein, Mähwerk. So, auf der Rest kommt auch noch. Zetter und Schwadder und dann schön Heu machen und zack, die Bums und zack, und dann sind Kühe da. Moment. Haben wir noch mehr am Arsch. Also ich nicht auf Dauer. Da musst du dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Hänschen schnacken oder sonst irgendwas. Ich muss hier auch mal raus wieder. Ich muss zusehen, dass ich nach Antje komme und so was, ne? England muss ich gucken unbedingt, was da los ist. Die hatten mich auch angerufen. Das ist ja jetzt eine Probe halber, ist da einer im Hof in Coldbrook Park Farm da. Da muss ich aber noch ein paar feste Leute einstellen, wenn ich da nicht bin. Das kannst du knicken. Irgendein Verwalter oder was. Irgendwo muss ich da was zurechtkriegen, also so nicht hier. Aufgelegt, wa? Eben nicht. Ja, Tante Ilse? Aha. Karl-Heinz ist gefunden worden. Aha, wo haben sie? Wo ist er denn? Bei dir in die Besenkammer oder wann? Wo? In der Ausnüchterungszelle bei der Polizei. Ja, dann mal gute Nacht, Marie, der hat auch keinen Lappen mehr. Das kann ich dir so schon sagen. Der ist weg. Die sind ihm hinterhergefahren, er ist abgehauen mit seinem Mofo. Und er ist an den Graben gejagt und da haben sie ihn gehabt. Ha, ha, ha. Selber schuld, selber schuld. Ich hab dir das gleich gesagt. Tja, Ilse, ich hab dir das gesagt. Du glaubst mir ja nicht. Ja, eins nur. Ja, den Mann zu, den sehen zu, wie der rauskommt. Ich hole ihn nicht ab. Ne. Ich bin jetzt am Gülle fahren. Wir können ihn mal, echt. Ne, Hänschen auch nicht. Der holt den auch nicht ab. Auf keinen Fall. Der ist da hinten fleißig am Drillen dahin. Wir sehen zu, dass wir deine Äcker hier voll Saat kriegen und voll Scheiße und zum Pflügen und allem um und dran. Ne, da sehen wir uns selber zu, dass der Macker da wieder rauskriegt. Das ist mir egal. Interessiert mich nicht. Der hat das alles vorher gewusst. Wenn er einen Sprit nicht aus dem Kopf lassen kann, wenn er fahren muss, hat Pech gehabt. Da liegt das Scheißding. Da, lass liegen den Dreck. So, Pech gehabt. Dein lieber Karl-Heinz, ne? Da sollst du mal lieber Hänschen vermachen hier, den ganzen Scheiß hier, oder was? Da kannst du dich gewissen drauf verlassen. Ja. Hier, dein Mais, der vertrocknet auch langsam. Wird Zeit, dass er abgedroschen wird, ne? Kümmer dich um Mähwerk hier, um Schneidwerk. Für den Drescher. Ja. Das ist wichtiger, als hier Karl-Heinz irgendwo von der Polizei zu holen oder irgendwas. Lass dir mal einen Schmoren in den Eierkopf. Yep. Ja, sehe ich so. Was schnacken wir nachher beim Frühstück über, ja? Kannst du machen, kannst ja versuchen. Dann setze ich mich in ein Auto, wenn mich voll blubbert, hau ich ab. Fahr ich nach Holland. Tschüss. Ja, ist gut. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss, seh zu. So, Leute, habt ihr mitgekriegt? Das war's dann, ne? Wie ich mir das gedacht habe. Jetzt kannst du den Blödmann wieder hin und her hinterher fahren oder was? Oder soll ich den endlich rausschmeißen oder was? Naja, derweil fahre ich noch ein bisschen weiter Gülle. Zeit ist schon wieder um, Leute. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht darf ich euch das nächste Mal ja hier wieder begrüßen bei Tante Ilse oder ne? Woanders. Werden wir sehen. Auch bis dahin. Schönen Dank. Seht ihr, euer Butcher. Tschüss.